Das Blockstreifenmuster macht das Strickstück sehr elastisch. Es besteht aus markanten Streifen, die sich ständig wiederholen. Die Streifen entstehen, indem sie abwechselnd glatt rechts und umgekehrt glatt rechts stricken. Stricken Sie zunächst 5 Reihen glatt rechts, also abwechselnd eine Reihe rechte Maschen und eine Reihe linke Maschen. In der 6. Reihe ändert sich das Muster. Stricken Sie nun eine Reihe rechte Maschen auf der linken Seite der Arbeit. Damit beginnt der Streifen in umgekehrt glatt rechts. Stricken Sie die nächste, also die 7. Reihe, mit linken Maschen und die 8. Reihe mit rechten Maschen. Diese 8 Reihen bilden den Mustersatz und werden wiederholt. Beginnen Sie den 2. Mustersatz wieder mit einer Reihe rechten Maschen und stricken Sie den Streifen in glatt rechts.